Ja, wir sind jetzt auf dem Weg ins luxemburgische Grevenmacher. Es liegt direkt im Moseltal an der Grenze zu Deutschland. Und wir werden jetzt mal ein paar Fallen scharf stellen und dann mal schauen, ob uns eventuell beide Wildcharten hier, Garten und Siebenschläfer, in die Fallen gehen. Also man fängt natürlich auch nicht nur die Tiere, die man fangen will, also Sieben- oder Gartenschläfer, sondern als Beifang sind natürlich auch immer ein paar Mäuse dabei. Eigentlich nur zwei Arten, Rötelmaus und Gelbhals bzw. Waldmaus. So, hier an diesem Standort haben wir sogar beide Arten zusammen, also die Fallen standen dicht nebeneinander. Und der hier war ein Gartenschläfer, auch ein Wiederfang. Und direkt nebendran ein Siebenschläfer. Ebenfalls ein Wiederfang, also vom letzten Jahr. So, hier mit dem mobilen Scanner kann man einfach schauen, ob das Tier schon einen Transponder hat und wenn ja, welche Nummer, also welches Tier. Und der Vorteil ist, man braucht das Tier gar nicht aus der Falle rauszunehmen, in einen Beutel oder sonstiges zu überführen, sondern kann einfach hier durchs Holz durchscannen. Und das Piepen zeigt dann an, Nummer 9537 ist also ein Wiederfang. So, natürlich werden die Tiere dann auch jedes Mal gewogen. Einmal Falle mit Schläfer und dann die leere Falle und dann die Differenz bilden. Durchschnittliches Gewicht ist momentan ungefähr so 60 bis 70 Gramm, steigt natürlich dann auch an zum Herbst bis bei den Adulttieren teilweise 100, 120 Gramm.